Lieber Herr Bothe, wir waren heute auf der Veranstaltung der Neue Antisemitismus. Das ist eine interessante Veranstaltung der AfD in Niedersachsen. Wie hat Ihnen der Abend gefallen? Sie haben moderiert. Was nehmen Sie heute mit? Was ist Ihnen wichtig gewesen? Also zunächst bin ich sehr zufrieden mit diesem Abend. Es ist für uns ein Neuland gewesen. Wir wollten diese neue Vereinigung der Juden in der AfD eigentlich auch erstmal in unsere Fraktion willkommen heißen. Wir wollten zeigen, wir sind mit euch solidarisch. Und dann wollten wir das Thema des neuen Antisemitismus einfach auch in die Gesellschaft reinbringen, auch in die hannoverische Politik, in die Landespolitik bringen, weil es gibt in Deutschland einen neuen Antisemitismus. Und der ist nicht von irgendwelchen ewig gestrigen mit braunen Hemden, sondern der ist von Menschen, die hierher gekommen sind. Und gerade seit 2015 hat sich das Land hier verändert. Aber nicht von der AfD, ist ja interessant. Also ich meine, sagen Sie doch einmal was dazu. Sie werden ja in der Presse überall verleumdet, werden aus dem Stiftungsrat entlassen oder nicht reingewählt. Wie kommt das? Machen Sie das jetzt aus taktischen Gründen oder wie kommt das? Na, also das alles ist ja schon passiert. Taktische Gründe haben damit nichts zu tun. Uns geht es darum, erstmal eine Selbstverständlichkeit klarzustellen. So ist es leider mittlerweile. Natürlich ist die AfD nicht antisemitisch. Sie ist das Gegenteil. Wir setzen uns für die Juden ein und wir setzen uns für Israel ein. Und wir wollen ein gutes Zusammenleben in Deutschland erreichen. Und ich glaube, dass wir das mit unserer Politik auch erreichen werden. Uns ging es heute darum, Flagge zu zeigen. Unsere Fraktion ist in den Dialog gegangen. Wir haben eine Vereinigung der Juden in der AfD. Die CDU hat keine Vereinigung. Die SPD hat keine Vereinigung. Sie haben Vereinigung, aber sie sind nicht so aktiv für Sie. Okay, das ist was anderes. War mir nicht bekannt, also keine schlechte Arbeit. Auf jeden Fall, wir wollen hier Zeichen setzen. Wir wollen auch Zeichen gegen Antisemitismus setzen, egal woher er kommt. Aber wir wollen auch die Ursachen beleuchten, woher er kommt. Jüdisches Leben in Deutschland schützen, das ist klar die Verantwortung der AfD, das ist klar das Ziel der AfD und ich hoffe, dass wir heute Abend ein Stück weitergekommen sind. Lieber Bothe, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Arthur Abramowitsch, Sie waren hier als Gast und weit gereist. Was nehmen Sie von der Veranstaltung heute mit? Was mich besonders gefreut hat, war die positive Resonanz von Seiten der Besucher, zu zeigen, dass deutsche Interessen und jüdische Interessen sich in immer größerem Maße aufeinander zubewegen, ja. Dass sie vielfach deckungsgleich sind. Ja. Es war offensichtlich keiner der jüdischen Vertreter heute da. Um ehrlich zu sein, hatte ich das auch nicht erwartet und wenn ich darauf gehofft hätte, wäre meine Hoffnung enttäuscht worden, das habe ich gewusst. Im Grunde sorgt das Verhalten der jüdischen Offiziellen, das derzeitige, dafür, dass wir mit unseren Anliegen immer mehr Leute erreichen, weil je größer die Diskrepanz wird zwischen dem, was die AfD selbst von sich gibt und dem, was über sie behauptet wird, desto mehr Leute werden sich über die Gegenöffentlichkeit zu informieren, ja? Und über Formate wie etwa Politically Incorrect. Ja? Diese Veranstaltung zeigt ja sehr deutlich, dass das, was in der Öffentlichkeit über die AfD und aber auch über die Antisemitismus-Zuschreibung bei der AfD gesagt wird, absolut nicht zutrifft. Also die Leute, die hier vom Landtag waren, die waren alle sehr pro-israelisch, pro-jüdisch. Ja, absolut. Es wird ja auch kaum geleugnet, dass die AfD pro-israelisch sei, sondern was in weitaus größerem Maße geschieht, ist, dass mit allen Mitteln versucht wird, uns die Möglichkeit zu nehmen, diese Positionen zu beziehen. Und zwar so, dass auch ein großer Teil der Öffentlichkeit davon erfährt. Ja. Solche Veranstaltungen dienen natürlich im Kleinen dazu, dagegen zu halten. Herr Wichmann, überrascht das eigentlich, dass die AfD, Juden in der AfD sich gegründet haben? Nein, ganz ehrlich gesagt nein. Ich glaube, dass die Gründung der Juden in der AfD eine Reaktion unter anderem, wir konnten es heute ja auch hören, die Frage wurde ja gestellt heute auf der Veranstaltung, was die Gründe dafür waren. Es wurde ja ausgeführt, dass der wachsende islamische Antisemitismus, der einhergeht mit der wachsenden Einwanderung aus islamischen Ländern in dieses Land, dass der Anlass zur Sorge bietet. Und ich meine, wir alle haben Kenntnis von den Vorfällen auf der Demonstration in Berlin, als israelische Flaggen verbrannt wurden auf offener Straße, als gerufen wurde Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich unvorstellbar gewesen, dass so etwas in Deutschland geschehen konnte. Und es ist für mich unvorstellbar, dass sowas folgenlos bleibt. Die Gründung der Juden in der AfD ist, glaube ich, eine logische Folge von den Zuständen, die wir mittlerweile in unserem Land haben.
Dr. Jaroslav Poljak, wie haben Sie die Einladung heute empfunden? Was nehmen Sie vom heutigen Abend mit? Sie haben ja teilweise herzzerreißende Statements gemacht. Also ich fand die Einladung und heute das Ereignis sehr gut. Das Thema ist sehr wichtig. Es ist eigentlich eher bedauerlich, dass andere Parteien das nicht machen, also solche Veranstaltungen, dass das nur die AfD macht. Ich empfand es als sehr wichtig und es war mir auch eine große Ehre, mich zu diesen Fragen zu äußern. Und ich habe hier eine große Zustimmung mitbekommen, die ich auch nach Hause mitnehme. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir auch Leute bewegen konnten, die sich das zu einem anderen Zeitpunkt ansehen, übers Internet beispielsweise, und die sich dann sagen, ja, die AfD hat recht. Und die AfD, die wird vielleicht wirklich was ändern. Dass wir auch, weil die Leute, die hier saßen, die sind auf unserer Seite. Die verstehen das Problem und die wollen eine Änderung. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit solchen Veranstaltungen die Menschen erreichen, die ein falsches Bild von der AfD oder ein falsches Bild von der Lage in der Bundesrepublik haben. Und ich bin dankbar, dass ich eingeladen wurde. Deswegen die AfD in meinen Augen agiert sie genau richtig. Sie lässt sich nicht provozieren, sie fährt ihren Kurs, sie macht das nicht für sich selber, sondern um der Sache willen, um den Menschen in diesem Land zu helfen, um den Menschen in diesem Land ein besseres Leben zu ermöglichen. Und sie setzt sich für Leute ein, die Altparteien vergessen haben. Das ist einfach eines der, man könnte sagen, zentralen Themen, das wir haben. Man glaubt es gar nicht. Aber Juden in der AfD ist ja so ein Aufreger gewesen nach der Gründung, dass ich sagen muss, es freut mich besonders, dass wir heute Abend diese Veranstaltung machen konnten, dass wir die ganzen Fragen stellen konnten, dass wir die handelnden Personen zum Teil auch kennengelernt haben und dass wir einiges heute gerade rücken konnten, glaube ich, was so in der Öffentlichkeit ein bisschen durcheinander gegangen ist. Harm Riegener, Sie sind Abgeordneter der AfD im Niedersächsischen Landtag und deren schulpolitischer Sprecher. Was sagen Sie zu dem heutigen Abend? Was kann man als schulpolitischer Sprecher in Richtung Antisemitismus tun und fordern und was muss sich ändern? Ja, also ich behaupte, dass in früheren Zeiten der Antisemitismus an Schulen in Niedersachsen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es wird jetzt wieder mehr. Und das hat halt einen engen Zusammenhang mit der Zuwanderung aus dem arabischen Raum. Und das ist so gesehen ein sehr neues Problem. Sie sind ja auch, das wurde ja auch deutlich sehr stark geschnitten worden von den Altparteien in Richtung Sachen Stiftungsrat, der Gedenkstätten Bergen-Belsen und so weiter. Zum Stiftungsratsgesetz. Mich betrübt das eigentlich. Mich betrübt das, dass die Erinnerungskultur, die wir in Deutschland ja doch auf einem sehr eigenen Weg etabliert haben und die ja an sich eine wirklich gute Sache ist, die einfach auch weltweit ein gewisses Vorbild darstellt. Andere Länder haben mit ihrer Vergangenheit sind nicht so sorgsam mit umgegangen, dass wir dieses Thema jetzt für die Tagespolitik aufgreifen und so instrumentalisieren. Das betrübt mich sehr. Ich glaube, der AfD zu unterstellen, dass sie grundsätzlich diese Erinnerungskultur im Grundsatz wirklich ablehnt, ist Quatsch, ist wirklich Unfug. Ich glaube, dass wir gerade Konservative sehr genau in der Lage sind und sehr gut in der Lage sind, aus der Vergangenheit zu lernen. Denn wir beziehen uns auf unsere Vergangenheit als Konservative. Wir sind ja gerade nicht bereit, alles für die neue Modernität aufzugeben, ohne dass geprüft ist, ob es gut ist. Wir lernen ja bewusst aus der Vergangenheit. Insofern trifft uns dieser Vorwurf, wir seien erinnerungsvergessen, nur wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, dass es vor allen Dingen eine verpasste Chance ist. Es ist eine verpasste Chance, den Riss, der durch die Gesellschaft geht, zu verkleinern. Im Gegenteil, es war eine, uns aus dem Stiftungsrat faktisch rauszukegeln, bedeutete, den Riss zu vertiefen. Den Land auf, Land ab, alle immer beklagen, aber keiner ist bereit, in irgendeiner Weise Hände zu reichen, vielleicht die Politik ein wenig konservativer zu gestalten, um dann mal zu versuchen, diesen Riss zu verkleinern.